Hallo, meine lieben Waagegeborenen. Ich begrüße euch ganz herzlich zu eurem neuen Monatsorakel für den Monat Juni 2022. Ich habe die Karten wie immer schon fleißig ausgelegt für euch und habe hier auch noch mal eine Zusatzbotschaft für euch springen lassen, die ich euch dann gerne am Ende des Videos noch zeigen möchte, was sich da als Überschrift noch für euch im Monat Juni so präsentiert. In den allgemeinen Legungen und in der großen Tafel, ne, gehe ich immer von der weiblichen Hauptperson aus. Da spielt es jetzt keine Rolle, ob du als Zuschauer männlich oder weiblich bist. Du münzt dir das bitte um, ne? So, ich würde auch gleich anfangen. Wir fangen hier mal an mit der weiblichen Hauptperson, also mit dir. Du legst mir hier in deinem großen Bild aktuell im Haus der Lilien. Die Lilien stehen natürlich für das Thema Familie, für das Thema Harmonie, aber auch Sexualität. Und es ist so, also das könnte hier ganz, ganz wichtig für dich als Waage sein in diesem Monat. Es geht hier ganz viel um das Thema Harmonie und auch so diesen inneren Frieden, aber auch das Thema Familie. Über dir hast du hier wirklich auch sehr emotionale Karten liegen. Da liegen die Fische und auch hier der Mond. Die Fische selber liegen hier im Haus der Blockade. Also es kann sein, dass du dich aktuell hier nochmal wirklich mit emotionalen Themen auseinandersetzt, aber halt auch für dich mit diesen seelischen Anteilen, ne? Also inwiefern geht es mir eigentlich emotional wirklich gut, weil im Haus des Mondes liegt hier so ein bisschen die Blockade und am Mond liegt hier so der Turm. Das Gute ist aber, es liegt relativ hinter dir. Also du hast ja auch schon vieles hinter dir gelassen. Aber es ist gut möglich, dass sich hier im Juni nochmal alte Mutter- und Vaterthemen zeigen, weil der Mond steht für mich immer auch für das innere Kind astrologisch und für die Mutterthematik, ne? Und der Turm hinter dem Mond, ne, spiegelt sich hier auf den Bären. Das heißt auch für mich, es ist auch hier nochmal ein Vaterthema, also innere Kindthemen allgemein. Und das könnte sich im Juni ja wirklich nochmal zeigen. Das hast du auch in der Vergangenheit, hast du dich schon sehr massiv damit auseinandergesetzt. Und hier liegen aber so ein bisschen die Blockaden Richtung der Mutterseite, aber auch der väterlichen Thematik. Also da ist wie so eine Distanz, ne? Der ein oder andere hat wahrscheinlich tatsächlich keinen Kontakt. Oder man weiß vielleicht teilweise gar nicht, wo der Vater gerade ist, wie auch immer. Also hier liegen wirklich ziemliche Blockaden. Und es kann sein, dass du hier einfach im Juni nochmal spürst, inwiefern diese ganzen Erfahrungen von früher jetzt hier wirklich einen Einfluss auf dich haben. Aber wie gesagt, ich glaube, die Wagen haben wir schon gut in der Vergangenheit dran gearbeitet, weil es liegt auch hinter dir, ne? Aber nichtsdestotrotz hast du hier wirklich noch mal im Haus der Blockade auch die Emotion. Die Fische steht ja zum einen für die Emotion und für die Seele und auf der anderen Seite auch für das Thema Finanzen. Aber wie gesagt, wenn wir erstmal jetzt auf der gefühlsmäßigen Ebene bleiben, hast du hier wirklich so ein bisschen die Blockaden liegen. Ja, und könntest dich hier wirklich gerade ganz viel auch mit dem Thema Sehnsüchte auseinandersetzen? Also was möchtest du eigentlich für dich in deinem Leben? Wo soll es für dich hingehen? Was ist dir wichtig, ne? So, du spiegelst dich aktuell nämlich so ein bisschen auf die Wolken, auf die Unklarheiten, wenn es darum geht, was du eigentlich für dich in deinem Leben möchtest. Und da liegt auch hier in der Spiegelung auch nochmal das Geheimnis so ein bisschen drauf. Also du bist doch auch sehr unsicher derzeit, wo es denn eigentlich für dich hingehen soll. Was mir hier gleich noch kommt, für alle Waagegeborenen, solltet ihr, ich spreche es jetzt nur gleich an, solltet ihr nicht unbedingt einen Kinderwunsch haben, ne, seid mir bitte im Juni hier vorsichtig, weil die ein oder anderen von euch schauen hier in eine plötzliche Schwangerschaft rein, die sich, wie gesagt, sehr, sehr plötzlich gestalten kann. Also nur mal so am Rande, ne? So, also wie gesagt, ihr hinterfragt gerade wirklich, was ihr eigentlich so für euch möchtet, ne? Und setzt euch hier, wie gesagt, auch ganz viel mit dem Thema Kind und Schwangerschaft auch auseinander. Also wenn ich jetzt gerade mal bei diesem Thema war, also diejenigen, die wirklich schwanger werden möchten, haben hier im Juni tatsächlich sehr, sehr gute Möglichkeiten dazu. Also nur mal so am Rande, ihr Süßen. Okay. An sich ist es so, dass die einen oder anderen unter euch ja auch gesundheitlich ein bisschen angegriffen waren oder ein bisschen so den Kummer drauf liegen hatten.
Aber an sich ist es so, dass auf der gesundheitlichen Ebene jetzt hier auch wieder Stillstände rausgehen. Gerade auch für diejenigen, die hier so eventuell mit Blutdruck zu tun hatten oder mit Herzschwierigkeiten oder Herzerkrankungen allgemein. Da finde ich es sehr, sehr gut, dass sich hier die Belastung auf der Herzebene, ne, also wenn ich nachher nochmal auf das Thema Liebe komme, aber jetzt erstmal aus der gesundheitlichen Ebene, Schwierigkeiten auf Herzebene müssten sich im Juni auch verbessern. Also nur mal so am Rande, ne? Es ist allerdings auch so, dass bei euch hier ganz viel aktuell auch sich im Außen abspielt, ne? Also die einen oder anderen unter euch, die gehen hier gerade viel raus, die versuchen sich ja auch wirklich abzulenken. Die sind einfach sehr präsent, die Wagen momentan und auch im Juni, und das ist ja auch gut so. Allerdings ist ja auch so ein bisschen der Hinweis gegeben, weil die Öffentlichkeit liegt ja so ein bisschen im Fuchs. Also versucht mal, euch nicht zu so sehr abzulenken, weil da kommt mir wieder hier diese emotionale Ebene. Versucht ihr wirklich so ein bisschen den Zugang zu euch selber auch zu behalten. Also das nur mal so am Rande. Versucht euch nicht zu sehr abzulenken bezüglich oder auch wegen oder durch die Öffentlichkeit. Weil wie gesagt, ich habe hier einfach so ein paar Blockaden und Ängste noch liegen, alles, was so auf dieser emotionalen Ebene ist. Und da dürft ihr wirklich hinschauen. Nochmal. Ne? Jetzt würde ich mal auf den Bereich der Arbeit gehen. Ich muss mich hier nämlich mal ein bisschen strukturieren, sonst ist das zu sehr Wuseldose. Also wir gehen jetzt mal hier auf den Bereich der Arbeit. Bezüglich der Arbeit liegen hier definitiv nochmal Veränderungen angezeigt. Es kann sich hier zu plötzlichen Neubeginn und zu plötzlichen Veränderungen, ja, kann sich das Ganze hier ergeben, auch mit neuen Verträgen, die hier sehr plötzlich kommen. Also ich glaube, für die einen oder anderen Wagen unter euch wird es wirklich so sein, dass sich hier ganz plötzlich positive Veränderungen zeigen, mit denen ihr jetzt überhaupt noch gar nicht gerechnet habt oder überhaupt nicht rechnet. Also das liegt hier wirklich doppelt bestätigt drin und diese Entscheidungen könnten euch aber noch ein paar Sorgen machen, weil ihr natürlich hier auch das Thema Finanzen in den Gedanken habt. Aber die Finanzen, um jetzt gleich nochmal auf das Geld zu kommen, das liegt zwar hier so ein bisschen blockiert, aber die Blockade, wenn ich über die Häuserstellung gehe, liegt im Mond. Und der Mond ist für mich auch immer wieder so dieses Thema Selbstwert und inneres Kind. Also ich glaube, dass eure Ängste auf der finanziellen Ebene unbegründet sind, ne? Weil die Finanzen an sich liegt zwar hier auch wirklich die Geduld mit dabei, hier liegen auch noch mal Entscheidungen, aber hier auch die positiven Veränderungen. Und letztendlich geht die Sonne auf die Geldkarte. Es kann zwar sein, dass ihr so ein bisschen aktuell dazu geneigt seid, ein bisschen mehr Geld auszugeben, ne? Aber an sich habe ich hier die Finanzen doch sehr stabil liegen und auch mit der Regelmäßigkeit. Und was mir auch auffällt ist, wer jetzt in Bezug auf die Finanzen hier noch auf Geld gewartet hat oder auf irgendwelche Vereinbarungen und Abmachungen oder Entscheidungen bezüglich der Finanzen, der könnte hier im Juni Glück haben, dass es da wirklich Entscheidungen gibt, dass Dinge, die aufgrund der Finanzen falsch gelaufen sind, hier letztendlich jetzt in die Bereinigung und in den Erfolg für euch gehen. Weil ich bekomme auch hier wirklich noch mal plötzlich Geld für euch. Ja, wo ihr vielleicht eventuell so schnell gar nicht damit gerechnet habt oder wo hier wirklich noch mal was aus der Vergangenheit auf euch zukommt, was euch aber zusteht, ne? Also nur mal so am Rande. Also finanziell glaube ich nicht, dass die Wagen sich im Monat Juni hier Sorgen machen müssen. Das sind, wie gesagt, hier eher so diese Ängste, die ihr euch auf der bewussten oder auf der eher unbewussten Ebene macht, ne? Wenn ich jetzt mal auf diejenigen schaue, also nochmal zum Bereich Arbeit, hatte ich ja gesagt, hier liegen plötzlich Neubeginne gekennzeichnet. Achtet mir nur bitte drauf, bis 3.6. ist der Merkur noch in seiner Rückläufigkeit. Und ich sage immer, ehe der seine Ursprungsgeschwindigkeit wieder hat, ne, das dauert auch immer noch ein paar Tage. Also passt mir wirklich auch ein bisschen auf, wenn es um neue Verträge geht. Weil hier liegen Vertragsabschlüsse drin, auch relativ plötzlich, aber bitte, wenn es noch so, sage ich mal, bis 10., 14., 6. geht, lest mir bitte auch die Vertragsinhalte genau durch und lasst euch auch schriftliche Abmachungen nochmal zusätzlich abzeichnen, ne? Aber wie gesagt, beruflich ganz, ganz toll. Wenn wir jetzt mal wirklich schauen,
Für all diejenigen unter euch, die selbstständig sind, die Selbstständigkeit habt ihr hier hinter euch gelegt, aktuell auch hier so mit Ängsten, Blockaden. Es kann auch sein, dass in der Vergangenheit ihr vielleicht so dieser gewünschte Erfolg ein bisschen ausgeblieben ist. Aber letztendlich liegt die Selbstständigkeit hier auch mit der Treue und Unklarheiten, die jetzt hier nochmal bezüglich der Selbstständigkeit auf euch geärgert haben oder wo Dinge einfach noch nicht wirklich klar waren. Da ist es gut möglich, dass sich das jetzt auch verändert. Die einen oder anderen könnten ja auch sich vielleicht nochmal eventuell die Frage gestellt haben, ist denn dieses Thema Selbstständigkeit überhaupt noch das, was ich für mich möchte? Ne? Aber letztendlich ist es schon so, dass die Selbstständigkeit hier wieder rüber auf das Wachstum und die Stabilität geht und auch der Erfolg hier reinkommt, auch wenn da so ein paar Umwege liegen, aber hier kommt wirklich der Erfolg drauf. Sollte es bei dem einen oder anderen so sein, dass ja, es sich um ein Familienunternehmen handelt, dann kann es gut möglich sein, dass im Juni jetzt hier der Vater oder Großvater oder je nachdem, wie das bei euch ist, eventuell in Rente geht und euch dieses Unternehmen übergibt. Also dass da wie so eine Art Geschäftsführerwechsel stattfindet, weil hier einfach Veränderungen, ne? Also es geht jetzt hier wirklich um die Familienunternehmen. Es ist aber auch gut möglich für alle anderen, dass man hier, wenn man mit Geschäftspartnern zusammengearbeitet hat, dass da auch noch mal ein Wechsel kommt oder dass einer das Unternehmen hier verlässt. Ne? Also da sind einfach noch mal so strukturelle Veränderungen und Veränderungen der Mitarbeiter hier noch mal angezeigt. Und dadurch kann es natürlich sein, dass hier im Unternehmen allgemein dann noch mal ja, dass das natürlich Auswirkungen hat, aber ich habe letztendlich die Selbstständigkeit hier schon mit einem positiven Wachstum liegen. Ne? Der ein oder andere unter euch könnte sich hier nochmal Gedanken machen, auch bezüglich der Selbstständigkeit, wenn es um Verträge geht. Also entweder möchte man vielleicht eigene Verträge ändern oder auch hier das Gleiche für all diejenigen, die im Angestelltenverhältnis sind. Schaut bitte, wenn ihr im Juni neue Verträge abschließt, so bis Mitte Juni noch ein bisschen Vorsicht walten lassen, wenn es um Verträge geht. Weil ich habe auch hier die Vorsicht im Haus der Verträge liegen. Ich meine, das geht letztendlich hier rüber auf den Verlust. Aber bitte seid da ein bisschen vorsichtig, wenn es um Verträge geht. So. Ja. Okay, dann schauen wir mal weiter. Jetzt würde ich mal auf das Thema Liebe überspringen und ich würde mal bei denjenigen anfangen, die sich hier bereits in einer festen Verbindung befinden. Die Partnerschaft liegt hier mit plötzlichen Veränderungen auf jeden Fall gekennzeichnet. Also es kann sein, das hatte ich ja vorhin schon mal gesagt, hier liegt nämlich so eine plötzliche Schwangerschaft oder das Thema Familiengründung. Und da ist es gut möglich, dass in diesem Monat hier wirklich ganz plötzlich Veränderungen reinkommen. Das Thema Verbindung, Partnerschaft wird aber auch hier derzeit nochmal viel mit Gesprächen begleitet. Dein Gegenüber könnte hier so ein bisschen unsicher sein und auch sehr, sehr unruhig, wenn es um das Thema Stabilität und Beständigkeit geht. Dein Gegenüber hat auch hier so ein bisschen den Kummer auf der Liebe liegen über sich und könnte auch hier nochmal mit alten Themen konfrontiert werden. Ne? Also nur mal so am Rande. Wo du vielleicht gar nicht so weit denkst, ne? Also wichtig wäre hier, also die Partnerschaft an sich liegt sehr stabil und auch wirklich mit der Treue. Aber versucht hier nochmal ganz wichtig, oder du, das würde ich dir gerne mit auf den Weg geben, liebe Waage, dass du hier nochmal mit deinem Gegenüber wirklich sehr behutsam umgehst und auch immer in der Kommunikation bleibst. Weil ich habe hier so das Gefühl, dass dein Gegenüber hier große Ängste, Unsicherheiten und Nervositäten bei sich hat. Aber die Gespräche spiegeln sich letztendlich auf die Mäuse, sodass dein Gegenüber hier vielleicht auch Angst hat, mit dir darüber zu reden oder Dinge hier auch einfach in sich reinfrisst. Also da würde ich dir gerne nochmal den Hinweis geben, hier behutsam, wenn du spürst, dass da vielleicht irgendwo was nicht stimmt, dass du hier klar in die Kommunikation gehst. Aber wie gesagt, hier liegen sehr, sehr positive Veränderungen, was die Partnerschaft angeht.
Also da bin ich wirklich mal gespannt, weil da liegt auch wirklich hier das Glück, der Neubeginn, der positive Wandel, die Harmonie, das Thema Sexualität, ne? Das liegt hier wirklich sehr, sehr schön. Aber bitte auch ganz behutsam hier mal in die Kommunikation gehen, weil dein Gegenüber, wie gesagt, ja, ist hier so ein bisschen sehr unruhig und ängstlich. So, jetzt schauen wir mal auf diejenigen, die sich, also die einen Herzensmenschen haben, mit dem sie aber noch nicht in der Verbindung sind. Und da würde ich auch hier die Dreiecksgeschichten gleich mit reinnehmen. Dein Gegenüber, also du bist ja sehr positiver Dinge. Und auch hier, wenn es um das Thema Affären geht oder so, liebe Waagen, bitte Vorsicht, weil ich habe hier bei euch ganz massiv das Thema Schwangerschaft liegen, ne? So, dein Gegenüber ist hier, hat hier noch diese andere weibliche Energie über sich liegen und da liegen massive Blockaden bezüglich Emotionen und auch dem Thema Finanzen. Also zu dieser anderen Person hat das jetzt nicht wirklich noch was mit tiefem Gefühl und Liebe zu tun, aber dein Gegenüber ist ja auch sehr unsicher, wenn es um familiäre Angelegenheiten geht. Und was mir ja auch auffällt, ist, dass einfach nicht wirklich kommuniziert wird. Dein Gegenüber hat hier einige Unklarheiten bezüglich der Emotionen liegen. Da fällst du mir auch hier so ein bisschen mit drauf. Und er hat hier auch den Kummer auf der Liebe liegen und wirklich auch den Herzschmerz. Also da wirklich, wie soll ich sagen, der liegt ja hier auch im Haus der Veränderung und die Veränderungen liegen in deinem Haus, ne? Also in deine Richtung wird es hier auf jeden Fall Veränderungen geben. Und jegliche Unklarheiten lösen sich hier auch auf. Das kann zwar auch noch ein bisschen dauern, weil ich hier auch so ein bisschen die Geduldskarte an den Unklarheiten habe. Aber letztendlich ist es schon so, dass hier bei deinem Gegenüber Veränderungen sehr plötzlich kommen werden. Also für all diejenigen, die hier sich in einer Dreiecksgeschichte befinden, müsste die dritte Person hier über kurz oder lang definitiv das Feld verlassen in Anführungsstrichen. Also ihr wisst, wie ich das meine. Ich habe zwar hier jetzt, also da will ich mich mal noch ein bisschen zurückhalten, weil hier liegt zwar das Thema Trennung angezeigt, aber es liegt momentan noch blockiert. Nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, dass diese Trennung über kurz oder lang zustande kommen wird. Was aber ich viel schöner finde, ist wirklich diese positive Veränderung hier zwischen euch beiden. Also Treffen, Intimität, Nähe, Gefühl, das liegt hier auf jeden Fall bei den Waagen angezeigt. Auch wenn es jetzt sich nicht um eine dritte Person noch handeln sollte, wird es hier auf jeden Fall mit deinem Herzensmenschen zu Treffen und Begegnungen kommen. Und die sind auch wirklich sehr, sehr schön. Es kann zwar sein, dass man das Ganze nicht ganz so öffentlich macht, ne, weil da liegt noch so ein bisschen das Geheimnis an der Öffentlichkeit drauf. Aber ich glaube, das ist letztendlich wirklich nur noch eine Frage der Zeit. Ne? Weil das Thema Neubeginn Partnerschaft liegt ja hier wirklich angezeigt. Ne? Also da bin ich wirklich mal echt gespannt, was sich da zeigt bei dem einen oder anderen von euch. Es kann auch sein, dass dein Gegenüber im Juni vielleicht auch noch nicht so großartig emotional und offen ist, aber auch das wird sich ändern. Also du wirst an seinem Verhalten eher spüren, dass sich da auch etwas ändert, ne? Vor allem für diejenigen, wo keine dritte Person eine Rolle spielt, ne? So. Jetzt schauen wir mal auf all diejenigen, die wirklich weder einen Herzensmenschen haben, noch sich in einer festen Verbindung befinden, also wirklich die absoluten Singles unter euch. Und da ist es so, da zeigen sich auch wieder plötzlich Veränderungen auf der partnerschaftlichen Ebene. Und ihr könntet hier jemanden sehr, sehr plötzlich über Umwege kennenlernen. Oder es ist jemand, den ihr bereits kennt und wo bisher aber nicht wirklich ein Kontakt zustande gekommen ist. Sei es, dass da wirklich auch noch eine dritte Person mit drinne hang. Wo ihr sowieso dachtet, ach, wer weiß, also das ist hier so, wie man kennt sich schon länger und hat sich dann aber vielleicht aus den Augen verloren oder hatte den anderen gar nicht, nie so wirklich auf dem Schirm. Und dann habe ich hier aber wirklich so plötzliche Treffen liegen, eher so sehr freundschaftlich oder über Freunde oder wie auch immer. Und da könnte sich ja wirklich auch etwas anbahnen. Also bei den Waage-Singles kann es wirklich gut sein,
dass sich hier plötzliche Veränderungen auf der partnerschaftlichen Ebene ergeben. Wenn das jetzt aber nicht im Juni ist, möchte ich gleich dazu sagen, nagelt mich da nicht fest. Ich meine, das ist sowieso ein allgemeines Orakel, ne? Dann liegt aber auf jeden Fall hier die Sommerzeit mit einem Neubeginn auf der Partnerschaft. Also ich glaube, trotz allem für die Waagen, ne, ist es gut möglich, dass ihr einfach hier wirklich innerhalb der nächsten Wochen, Monate prinzipiell in eine neue Verbindung gehen werdet und eure Unsicherheiten bezüglich der Liebe hier letztendlich rausgehen. Ich glaube auch, dass, wie gesagt, für diejenigen unter euch, die hier wirklich absoluter Single sind, dass sich hier wirklich jemand zeigt, der oder die, je nachdem, wisst ihr ja, ja wirklich sehr schicksalhaft sich auf euch zubewegt. Wirklich schicksalhaft. Und ihr werdet bei diesem Menschen das Gefühl haben, als hättet ihr nie was anderes gewollt. Ne? Also nur mal so am Rande. Die ein oder anderen Waagen unter euch kann zwar sein, dass die erstmal so das Thema Liebe so ein bisschen zur Seite schieben, aber ihr seid eigentlich an sich gerade in einer guten Verfassung und auch wirklich bereit für eine neue Liebe oder für die Liebe an sich. Ne? Ja, ihr wollt einfach hier wirklich in die Veränderung gehen. Und wie gesagt, sehr plötzlich könnte sich hier etwas für euch zeigen. Ja, es könnte sich auch noch mal jemand aus der Vergangenheit hier zeigen, sehe ich gerade. Also das ist jetzt egal, ob Single oder in einer Verbindung oder prinzipiell könnte sich hier noch mal jemand aus der Vergangenheit zeigen, wo es zu einer Trennung kam zwischen euch. Also das ist wirklich eine Ex-Beziehung. Und diese Verbindung, das liegt hier, also dieser Ex oder diese Ex, je nachdem, hat hier auch eine andere Person bei sich liegen. Und da ist es aber so, dass ich der Meinung bin, dass das dann relativ schnell geklärt ist zwischen den beiden, weil da liegt schon hier die Beendigung drauf. Und ihr könntet hier wirklich auch nochmal damit konfrontiert werden, ob ihr euch wieder auf einen Ex einlasst oder nicht. Also nur mal so am Rande. Ne? Also ich sage immer, jeder hat den freien Willen. Ihr könnt ja dann für euch schauen, inwiefern ihr euch darauf einlasst. Aber die Möglichkeit würde ja auch bestehen. Auch hier natürlich wieder klar, ich habe jetzt zwar auf den Juni gemischt, aber hier liegt auch wieder die Sommerkarte und die Geduldskarte dabei. Aber da ist es auf jeden Fall möglich, dass eine durchgeführte Trennung hier nochmal in Frage gestellt wird bei den Waagegeborenen. Ne? Also nur mal möchte ich euch gerne noch mit auf den Weg geben. So, nochmal zur gesundheitlichen Ebene, was mir hier noch auffällt. Der ein oder andere könnte hier so ein bisschen mit leichten chronischen Erkrankungen zu kämpfen haben. Und auch hier könnte so ein kleines oder ein Kind auch so ein bisschen nochmal Problemchen haben momentan mit dem Schlafen. Also wer hier bereits Kinder hat, könnte sein, dass euer Kind hier Schwierigkeiten beim Schlafen hat. Wenn das der Fall sein sollte, überprüft bitte mal die Nahrung, die ihr eurem Kind gebt, weil es kann sein, dass durch die falsche Nahrung hier Schwierigkeiten beim Schlafen oder nächtliche Probleme auftauchen. Und für die Waagen an sich kann es auch sein, hier müsst ihr nochmal schauen, auch so ein bisschen Magen-Darm-Problematiken, wobei sich das relativ schnell auflöst. Und wie gesagt, ich gebe euch hier wirklich den Hinweis, setzt euch nochmal ganz explizit mit dem Thema Emotionen und Gefühle auseinander. Also versucht euch hier nicht zu sehr abzulenken. Ne, genießt sicherlich das schöne Wetter und die Sommerzeit, keine Frage. Aber gebt euch auch bitte zwischendurch immer mal die Möglichkeit, auf eure eigenen Emotionen hier zu schauen. Ne? Weil an sich liegt hier wirklich ein schöner, schicksalhafter Neubeginn für euch im Bild. Also da bin ich wirklich mal gespannt, was ich hier zeigen möchte. Ich würde jetzt gerne hier nochmal die Zusatzkarte anschauen, was sich hier zeigt. Sprung ins Ungewisse. Ich weiß nicht, ob ihr sehen könnt, das spiegelt bestimmt, aber Sprung ins Ungewisse, das ist auch interessant. Das passt hier auch so ein bisschen zu der großen Tafel. Die Karte ist ja wirklich, also wie hier dieser plötzlich schicksalhafte Neubeginn, der Sprung ins Ungewisse möchte dir sagen, sei wirklich auch mutig und ja,
spring einfach auch mal ins kalte Wasser. Geh vor allem auch ins Vertrauen. Das ist natürlich auch immer ganz wichtig, wenn es um neue Lebensabschnitte geht. Aber ihr habt hier wirklich einen traumhaften Neubeginn für euch liegen, liebe Wagen. Nutzt den Sprung ins Ungewisse, ist für mich eine ganz, ganz positive Karte. Ne? Weil man kann nun mal auch nicht immer alles planen im Leben. Ne? Und wie gesagt, egal was sich hier für Veränderungen bei euch ergeben, die liegen mit der Sonne, also mit dem Lebensbaum, mit dem Kleeblatt, also wirklich richtig, richtig schön. Und mehr sage ich jetzt dazu auch gar nicht. Ich wünsche euch einen wunderschönen Juni. Bleibt mir alles schön gesund und ja, für alle wirklich mit diesem traumhaften Neubeginn. Ich freue mich darüber und ja, bis zum nächsten Mal, meine lieben Wagen, und macht's gut.